nicht genug? Verbrennt im Licht. Wir haben damit begonnen, die Marschen nach den Ruinen von Corvus zu durchsuchen. In diesem stinkenden, schwärenden Sumpf finden sich überall verwitterte Steinblöcke. Sollen dies etwa die einzigen Überbleibsel der einst stolzen Nephalem-Stadt sein? Nein, da ist noch mehr. Ich weiß es. Hier ist nicht der richtige Eingang. Adrias Verderbnis ist sogar in das Wasser des Sumpfes gesickert. Thank you.
Dieser Weg wird mich nicht nach Corvus leiten. Letzte Nacht fand ich die vergessene Nephalem-Stadt. Mein Blut geriet in Wallung, als ich die verschütteten Katakomben betrat. Und dann geschah etwas Wundersames. Ein schwaches Licht, ganz ohne jede Fackel, leuchtete um mich herum. Es war, als ob die Steine selbst meine Anwesenheit zur Kenntnis nahmen. Nephalem hatten eine Ihr seid nicht derjenige, auf den ich gewartet habe. Nur ein weiteres kränkliches Kind. Nein, ihr denkt doch nicht. Das ist ein Kreuzzug und keine Handelsreise. Auch ein Jahrzehnt später bleibt mir die Macht der Nephalem noch verwehrt. Irgendetwas hat sie ihnen vor langer Zeit geraubt und verbirgt diese Macht noch immer. Berichten zufolge gibt es im Barbarenland ein Artefakt, das der Weltenstein genannt wird. Nun, da mein Sohn auf der Welt ist, habe ich zu den Waffen gerufen, um gegen diese Barbaren in den Krieg zu ziehen. Wenn mein Blick auf unsere geschwächten Nachfahren fällt, steigt Zorn in mir auf. Sie zu töten, ist ein Akt der Gnade. Ich kann nicht mehr tragen. Doch ich bin unfähig, mich auf dieselbe Art zu erlösen. Für diese Tat muss ich jemand anderes ausfindig machen, bevor die endlosen Tage mich noch in den Wahnsinn treiben. Ich kehre in die Stadt zurück.
Es ist gut, wieder mit euch zu kämpfen. Es ist immer wunderbar, euch zu sehen. Der Tod wird alle holen. Ich kann nicht bleiben. Ich muss weiter. Ihr könnt mich nicht allein lassen. Wo soll ich nur hin? Hier sollte es sicher sein. Bitte, bleib doch noch ein paar Tage. Ich war von den anderen Soldaten getrennt und von Toten umgeben, als ich ihn sah. Ich habe dem Tod selbst ins Gesicht gesehen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich starrte ihn nur an, als er durch mich hindurchging. Seine Berührung war kalt, eiskalt. Etwas in mir hat sich verändert. Etwas, das mir unverständlich bleibt. Eine Aufzeichnung dieser Katastrophe würde sich eines Tages richtig spannend lesen, wenn denn jemand überlebt, um sie zu schreiben. Welch Glück mir beschieden ist, dass ich den Retter von Westmark treffe. Ihr müsst mir unbedingt einige Fragen beantworten, wenn eure Arbeit zu Ende ist. Rakis hatte ganz Kanduras erobert, bevor er Westmark gründete. Diese Invasion abzuwehren, wäre ein Kinderspiel für ihn.